Hallöchen und willkommen zurück. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal los, bevor wir denn hier eine Stunde rumstehen und nichts passiert. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob der Weg hier einfacher ist. Ich hoffe es tatsächlich. Woher hinten die zwei Brocken, da möchte ich ungern lang. Wobei hier auch schon wieder so eine Schildtypen rumrennen. Aber die sind zumindest nicht so schwer, glaube ich. Ist doch jetzt mal gut, du bist tot, halt's Maul. Oh Mann, der Backstab hat gerade nicht geklappt. Wenn dich halt unter deinem scheiß Schild verstecken willst, dann mach es doch einfach. Zumindest gibt es hier erstmal nur einen Weg, das ist schon mal ganz gut. Nicht mehr 1000 Abzweigungen. Ausgebrannter Wachturm. Okay. Jetzt steht er wieder auf. Hallo. Die Tür wird von der anderen Seite blockiert. Schön. Sieht aber irgendwie cool aus. Die Tür. Sieht so ähnlich aus wie die Tür, die wir ganz am Anfang gefunden haben, die verschlossen war bei der Spinne unten. Die haben wir noch immer keinen Schlüssel gefunden. Oh, hier mal zwei Bogenschützen, beziehungsweise Armbrustschützen. Sieht zumindest aus, ob man da irgendwie mal rein könnte. Also ich finde es auch ganz cool bei dem Spiel, dass man benutzen, das machen wir gleich, dass man bei dem Spiel wirklich so gut wie alles, was man irgendwie sieht, auch betreten kann irgendwann mal. Jetzt habe ich gerade ein Feuer gemacht und werden sie mit Sicherheit gleich alle angeschissen kommen. Ja, hier hört man übrigens wieder, dass es ein Geheimnis gibt. Also man kann hier vermute ich mal runterspringen, obwohl ich eigentlich nichts sehe. Doch, da unten ist eine Kiste. Naja gut, das machen wir irgendwann mal später. Ich gucke erstmal hier noch ein bisschen rum. Denn wenn ich da runterspringe, dann komme ich auch nicht wieder hoch. Zumindest habe ich jetzt erstmal keinen offensichtlichen Weg gesehen. War ziemlich tief. Eine Kiste. Zwei Schilder, okay. Ist irgendwas Brauchbares bei? Wappenschild und schwerer Schild, ja, super. Das ist irgendwie nicht so brauchbar, das Zeug. Was habe ich denn eigentlich gerade in der Hand? Löwenkopf. Warum steht denn da hier Balance? Grüner Pfeil, das heißt doch eigentlich, ich müsste mehr kriegen. Da schließt sich mir nicht so ganz.
Weil das hat die Balance weniger. Ja, aber beide nicht so geil. So, wo kommen wir denn hier hin? Oh, hier steht gleich einer. Wo sind wir denn hier? Ach, denk mal. Ach, wir sind wieder an der... am Anfang. Wo das komische Portal hier vorne war. Ja, alles klar. Gut. Dann haben wir hier wieder einen Shortcut freigeschaltet. Ist ja auch mal ganz gut. Kann man nie genug haben. So, das merken wir uns mal. Ja, da gibt es irgendwie keinen Weg wieder hoch. Nee, nee, da springe ich jetzt mal noch nicht runter. Hier vielleicht irgendein Schalter oder sowas, für die Tür unten, die verschlossen war. Obwohl, der stand ja von der anderen Seite blockiert, aber hier wird auch kein Weg gesehen zu der blöden Holztür. Wer weiß, wo wir da rauskommen. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Nö, will nicht. Okay. Dann... mal aufpassen, dass hier keine Spinnen an der Decke hängen oder sowas. Oh, hier ist wieder so ein Portal-Dingsbums. Das machen wir aber später. Ist das eigentlich schon aktiv? Ne, natürlich nicht. Gut, dann scheint da wahrscheinlich wieder irgendein Boss in der Nähe zu sein. Wer bist du denn? Irgendjemand, der gerade gestorben ist. Oh, da steht ja noch so ein Buddy von ihm. Au. Na, die sind auch schon gar nicht ohne. Die haben eine Menge Lebenspunkte, wie man gerade gesehen hat. So, da unten steht noch... wie so ein komischer Armbrustschütze. Sah so merkwürdig aus von Weitem. Ja, der kann sich wegrollen, wie du willst. Bei mir hilft das auch nicht. Ich werde auch ständig getroffen. Noch so ein Portalstein. Unglaublich. Scheint ja eine Menge Boss in der Nähe zu geben. Oh, eine Kiste. Was haben wir denn in der Kiste? Stahlschwert. Lass mich raten. Ich kann es wieder nicht tragen. Da war es da gerade. Stahlschwert. Da. Stärkeanforderung 8. Oh, habe ich sogar, aber naja, es hilft mir nichts, denn es ist echt beschissen von den Stats her. Ding ist so langsam. Unglaublich. Hallo, Kaslo. Was machst du denn hier? Hab ich dich endlich erwischt? Du bist die ganze Zeit weg von mir. Menschlicher Schädel. Habe ich schon einen im Spinnenkeller gefunden. Ich habe echt keine Ahnung, wofür die Scheißdinger gut sind. Steht ja auch nur dran, dass, ja... die ja noch eine ganze Menge Zähne hat, aber das war's dann auch schon.
Ach komm, wir reden erstmal mit Kaslo. Mal gucken. Wir sollen ja schließlich schon die ganze Zeit suchen. Nutzen wir einfach mal die Chance, bevor er wieder wegrennt. Hakin, da bist du ja endlich. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wo warst du? Ich war in der Zitadelle und konnte mit Antanas sprechen. Er sagte mir, dass die Roga ein Portal verwenden, um hier einzudringen. Die Roga-Herrscher dürfen unsere Welt nicht mehr betreten. Du musst durch die Wegpforte reisen und ihr Portal auf der anderen Seite zerstören. Ja, du musst. Ja, komm, hör doch auf, ey. Machst du auch mal was? Was machen deine Wunden? Einer der Mönche hat meine Wunden versorgt. Ich kann vielleicht keine Klinge schwingen, aber verbluten werde ich auch nicht mehr so schnell. Also, was soll ich tun? Wir müssen verhindern, dass die Roga-Herrscher in unsere Welt kommen. Das hier ist eine Wegpforte, Hakin. Der Ort, um den das ganze Kloster einst gebaut wurde. Von der anderen Seite aus gelangen die Roga hierher. Und wenn ich dort bin, wie kann ich sie aufhalten? Das Reisen durch Dimensionen erfordert große Mengen Energie. Halte dort drüben Ausschau nach einer starken Energiequelle. Warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? Verzweifelte Zeiten, Hakin. Ich habe dich und die anderen befreit, weil wir zähe Männer für eine schwere Aufgabe brauchen. Ich vergebe deine Verbrechen nicht, noch heiße ich sie gut. Und so langsam muss ich sagen, dass ich meine Entscheidung zu bereuen beginne. Was ist deine Rolle bei all dem? Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Welt nicht im Chaos versinkt. Und Antanas kenne ich schon seit Ewigkeiten. Genug geredet. Wir müssen herausfinden, wie wir Antanas Luft zum Atmen verschaffen können. Genug geredet. Gehen wir. Sichere erst dieses Gebiet, Hakin. Erst dann können wir weiter. Auf dem Friedhof ist ein Herrscher. Er muss besiegt werden, bevor wir fortfahren können. Ja, total toll. Der Friedhof ist hier direkt hinter mir. Ich bin schwer begeistert. Halleluja. Ach Gottchen, wer bist du denn? Was haben wir, eine große Sense? Anbeter. Ah ja. Was ist denn hier für ein blaues Scheißzeug auf dem Boden? Ih, da kommt was raus, Stacheln oder sowas. Oh mein Gott, was ist das? Oh fuck, da kannst du ja nicht mal raus. Und er macht Schaden durchs Schild. Oh, jetzt kommen hier die Kackstacheln. Oh oh. Ja, das kann eine Weile dauern bei dem Schaden, den ich mache. Oh, er hat mich noch erwischt. Nein. Das war aber haarscharf. Ich erinnere mich dunkel. Ich habe den schon mal gesehen. Hm.
bist aber ein Arschloch. Hier diese blöden Scheißportale kaputt machen, die er herbeiruft. Und da kommt irgendwie das Drecksviehzeug raus. Nein. Fuck. Mann, ich penne aber auch jedes Mal, was das angeht. Noch 3 Heiltränke, das ist ja nicht so wirklich viel. So, in Bewegung bleiben, es kommt mir seine Scheiße aus dem Boden. Kommst aber auch nicht dazu, ihn mal anzugreifen. Ja, jetzt spawnen da wieder diese Drecksscheiße auf dem Boden. Da sollte man zusehen, dass man in einer so einem komischen Tempel hier oder was auch immer ist, so einem kleinen Alkoven reinkommt, sonst geht man echt drauf. Nein, fuck. Ich müsste mich mal heilen, aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Jetzt stehen bleiben wir nicht tot. Ja, da war ich wieder zu gierig. Nein, verdammte Scheiße. Und es sah so gut aus. Ja, aber diese... Der Stab ist halt echt zu langsam. So. Na gut, dann mache ich erstmal an dieser Stelle eine ganz kleine Pause. Dann wartet er ja schon auf uns. Der wird auch nächste Episode wieder da sein. Ja.
Also, ich mache mal ganz kleine Pause, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne natürlich wieder ein Like da lassen. Kommentare sowieso gern gesehen. Ansonsten einfach beim nächsten Mal einschalten und dann werden wir hier gegen den, wie ist er denn, Anbeter oder so? Nochmal unser Glück versuchen. Alles klar, bis dann, Ohren steif halten und wir sehen uns. Ciao, ciao.